Hey du und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute aus dem Auto mit Jonas, der fährt Hilfe. Man wundert nicht, wie ich aussehe. Ich sehe richtig crazy heute aus. Crazy on Tour. Jonas ist hier am Fahren. Sein zweites Mal. Das ist der zweite Tag, ne? Der dritte. Ne, gestern bist du nicht gefahren, oder? Ja. Okay, dann, also er ist auf jeden Fall gerade mal, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft der Auto gefahren ist. Ja, sehr aufregend schon wieder. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber naja. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich nur erzählen, dass diese Woche leider kein richtiges Video auf meinem Kanal online gegangen ist, so wie auf meinem Hauptkanal und auf meinem Nebenkanal ist keins online gegangen, weil wir sind ja in ein Haus gezogen und wir haben immer noch kein Internet. Und das wird sich wohl erst Freitag bei uns ändern, dass wir Internet haben. Und solange ist es auch so, dass Jonas zum Streamen hin immer in die alte Wohnung fährt und von da aus streamt. Und ja, ich werde dann, aber wenn Freitag jetzt Internet kommt, dann kann ich ja den Samstag, Sonntag ganz normal hochladen, ne? Das heißt eigentlich, müsste nächste Woche ein ganz normales Video online kommen von mir auf beiden Kanälen. Ich meine schon, ja. Ich habe auf jeden Fall mega... Ich habe auf jeden Fall mega, mega viel geplant, auch auf meinem Zweitkanal. Oh, meine Haare sehen aus, ey. Wir kommen gerade vom Strand. Ich habe auf jeden Fall mega, mega viel geplant. Wir möchten zum Beispiel auch richtig viele Videos noch zusammendrehen auf meinem Zweitkanal, ne? Auf jeden Fall. Dann werden wir die Haustour machen. Er ist voll konzentriert. Ich dachte, er seufzt jetzt ab. Das wäre witzig gewesen. Auf jeden Fall kommt die Haustour noch online auf meinem Zweitkanal. Dann wird auf meinem ASMR-Kanal sich auch einiges ändern. Ich habe ja jetzt im Haus, wo wir jetzt sind, einen riesengroßen Raum. Jonas und ich haben jetzt eigene Arbeitsräume. Richtig, richtig cool. Oh, fahr nicht so schnell hier. Weißt du, wie viele Leute... 80. Ja, du... Hallo, bist du jetzt das Verkehrsamt oder was? Ja. Nee, wo wir stehen geblieben? Ich werde dieses Video hier auch nicht schneiden. Ich werde das einfach ganz spontan hochladen. So, was ich noch sagen wollte, ist, dass wir ja die Räume haben. Richtig, richtig cool. Jeder hat einfach ein riesengroßes Arbeitszimmer. Wir haben uns das so gedacht, dass wir das komplett mit richtig geilem LED-Hintergrund machen werden. Ich werde ja dann auch meinen PC haben, werde dann auch wieder regelmäßig auf Twitch streamen. Schaut gerne bei Twitch vorbei, ist unten verlinkt, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja, werde dann regelmäßig zweimal die Woche abends streamen. Ich werde richtig, richtig coole ASMR-Videos aufnehmen mit anderen Hintergründen. Mit diesem Nano-Leaf wahrscheinlich werden wir an LEDs nehmen. Mal gucken, wir sind dann noch ein bisschen in der Besprechung. Und ja, da wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Dann wird Jonas sich jetzt bald eine neue Kamera holen, ne Schatz? Mhm. Eine neue Kamera holen und wird auch einiges an seiner Streamqualität noch verbessern. Und ich möchte mir auch jetzt die nächsten, jetzt war jetzt erstmal der Umzug und sowas, aber wenn ich jetzt ein bisschen so die nächsten 2-3 Monate möchte ich mir auch gerne noch eine neue Kamera holen für meine ASMR-Videos. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mal vielleicht so ein, wie heißt es nochmal, nicht 3D-ASMR hier... Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall möchte ich noch ein paar neue Sachen ausprobieren im ASMR-Bereich. Ich finde, das ist alles so ein bisschen sehr, sehr eintönig geworden. Klar, so dass immer noch Schlaf- und Entspannungsvideos, aber ich finde, da kann ein bisschen mehr, ja, mal was Neues ausprobiert werden. Da bin ich auf jeden Fall jetzt dabei, um mir einige Ideen zu sammeln und schaue und recherchiere sehr viel. Dann, ja, es ist alles momentan, wie ihr hört, sehr, sehr, sehr... Hallo, wie schnell? 100 auf der Landstraße. Ob dieses Video jemals online kommen wird. Und dann... Oh, ich sehe aus, ey. Ach ja, viele haben immer unter meinen Videos kommentiert, warum ich mir immer so oft in die Haare fasse. Ja, Leute, das ist echt ein kleiner Tick von mir. Tut mir leid, das kann ich ändern. So, was wollte ich noch erzählen? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt umgezogen. Es wird jetzt alles sich auf jeden Fall bei uns verändern. Also bei mir auf jeden Fall viel. Bei Jonas weiß ich nicht. Was wird sich bei dir verändern? Der Stream-Hintergrund. Stimmt, Jonas hat da was richtig Cooles geplant, ne? Ist echt mega cool. Aber dazu mehr irgendwann mal bei Jonas. Und, Seine Haustour ankündigen. Ja, stimmt. Eine Haustour werden wir auch machen. Wir werden auf meinem Zweitkanal eine richtig coole Haustour hochladen. Bei Jonas auf dem Kanal, werde ich euch auch unten verlinken. Werdet ihr dann die Roomtour sehen von einem Streaming-Zimmer, ne? Jonas hat da was richtig Cooles geplant. Und da gibt es dann die Roomtour. Und bei mir gibt es dann die Haustour.
Ach, das Haus ist so geil, Leute. Ihr glaubt nicht, wie cool das ist, wenn man immer in der Wohnung gewohnt hat. Also seitdem wir zusammen sind. Als Kind habe ich natürlich auch im Haus gewohnt, auf dem Bauernhof und so. Aber jetzt so, seitdem wir alleine wohnen, ist es einfach so geil, einen Garten zu haben, eine Terrasse zu haben. Wir können einfach grillen. Das ist einfach absolut ein anderes Lebensgefühl so zu haben. Keine Ahnung, kann ich gar nicht richtig erklären. Und mein Mund tut so weh. Das ist so trocken, weil ich die ganze Zeit so mache. Nervig. Ah ja, ich bin übrigens heute auf Twitter gesperrt gewesen. Ich kann jetzt morgen wieder auf Twitter aktiv sein. Ja, was wollte ich noch erzählen? Kann ich das mal anders erzählen? Ja, ne? Oder? Ist das schlimm, oder? Ich frage mal, wenn er da ist, oder? Ja, okay. Nee, dann zu dem Thema werde ich noch ein eigenes Video machen. Denn wir beide, da wird sich auch noch was anderes in unserem Leben verändern. Ne? Kann man es so sagen? Hört sich komisch an, wenn du das alles sagst. Warum? Na, ich schneide das Video nicht. Das ist jetzt doof. Warum? Sag jetzt so, warum? Ich lasse mich doch einfach Auto konzentrieren. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall dazu mehr, aber keine Sorge, Leute, es handelt sich dabei um einen neuen. Ja, werdet ihr dann sehen. So, was wollte ich nochmal sagen? Ach ja, und dann wollte ich erstmal nochmal Danke sagen, wie gut das einfach das eine Video bei euch angekommen ist. Das ist auch mega, mega krank gewesen. Also da komme ich immer noch gar nicht drauf klar. Dieses unangenehme Fragen von uns ist ja so heftig gut angekommen. Krank, ne? Weil es hat ja, glaube ich, jetzt schon 350.000 Aufrufe fast zu dem Zeitpunkt jetzt, glaube ich, oder 340, ich weiß gar nicht genau. Und ich check auch immer jeden Tag die Kommentare und es ist so krass. Ich habe ja erst, ich habe erst richtig, richtig Angst gehabt, das Video hochzuladen. Weil ich mir dachte, okay, es ist schon sehr privat, es hat sehr viele private Eindrücke und ich war mir nicht ganz sicher, aber es ist ja krank, was für ein positives Feedback wir einfach dazu bekommen haben. Und wie ihr das einfach alle so auch gefeiert habt irgendwie, ne? Auch wenn die Kamera die ganze Zeit wackelt. Ja, ist auf jeden Fall mega, mega krank. Hätte ich niemals mit gerechnet, ohne Scheiß. Aber ich glaube, das liegt echt daran, weil wir wirklich zu 100% ehrlich waren. Und einfach so waren, wir waren einfach 100% so real, wenn man das so sagen kann. Wir waren einfach so wie wir sind, auch im echten Leben. Und ich glaube, das merkt man auch als Zuschauer, kein Plan. Ja, auf jeden Fall echt krass. Mega danke, das war, hat mich mega, mega gefreut. Wir werden jetzt auch bei Jonas auf seinem Twitch-Kanal auch öfters mal aus der Küche, so IRL streamen, hast du auch gesagt, ne? Sonntags. Ja. Sonntags wollen wir immer gerne aus der Küche streamen und wollen dann so irgendwelche Koch-Challenge oder irgendwas kochen oder so. Wird bestimmt mega lustig, weil du nicht kochen kannst. Ah ja. Ja, du kannst nicht kochen. Ja, da bin ich mega, mega gespannt. Da habe ich richtig Bock drauf. Machen wir bestimmt dann auf meinem Twitch-Kanal auch. Ja, dann hatte ich ja letztens noch bei Instagram eine Umfrage gehabt. Schaut doch gerne bei mir bei Instagram vorbei, ist unten auch verlinkt. Einfach ASMR Nina. Dort hatte ich euch ja auch gefragt, was ihr euch so für ASMR-Videos wünscht. Und schaut nicht so schnell. Einfach ein bisschen entspannter. Du kannst ja erstmal gleich mal alleine fahren, das erste Mal zur Wohnung. Hast du Bock? Da habe ich keine nervige Freundin neben mir. Er denkt sich nur so, scheiße, jetzt muss ich gleich alleine fahren, das erste Mal. Sei ehrlich. Komm, du hast schon Panik. Endlich Ruhe. Und keine möchte gern bessere Fahrerin neben mir. Möchte gern. Ich fahr definitiv besser als du. Ich fahre auch einfach länger als du, deswegen ist das Auto, ist es normal, dass ich besser fahre als du. Oh, ich sehe aus. Bruder. Hey. Meine Haare, Alter, Dene. Ja, ihr Lieben. Irgendwas wollte ich noch loswerden. Jetzt habe ich das natürlich vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses Video auf beiden Kanälen einfach hochladen werde, aber beides gleiche Video ist eigentlich unnötig, ne? Ich glaube, ich lade das nur auf meinen ASMR-Kanal hoch, oder? Auf meinen Hauptkanal? Ich weiß nicht. Ich denke schon. Ja, ihr Lieben. Jetzt habe ich auch 10 Minuten gelabert. Perfekt. Nein, Spaß. Habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet, ehrlich nicht. Ja. Ich wollte eigentlich noch gerne drauf haben, wie du absäufst. Ich bin ja voll konzentriert die ganze Zeit, damit ich nicht absäufe. Ja, glaube ich dir. Bremsen. Ach, Bremsen. Boah, ich bin auch ein schlechter Beifahrer. Ich habe boah, hier, die ganze Kamera. Bin jetzt auch gleich zu Hause. Ich muss jetzt gleich auch noch einiges eben fertig machen im Haus. Noch den Schrank und so einräumen und pipapo. Und Jonas geht dann gleich los. Stream bei sich.
Ja, das wollte ich euch eigentlich nur berichten. Eben kurz, damit ihr Bescheid wisst. Also, das Fazit dieses Videos. Videos wird es wieder nächstes Wochenende geben. Und Streams wird es dann auch in der nächsten Woche, glaube ich, nicht. Das Internet ist Freitag da, also übernächste Woche dann wieder ganz normal. Und dann zweimal die Woche auf Twitch geben. Ja. Und ich würde sagen, das war es auch mit dem Video. Nur... der Saft ab. Nur kleines Info, kleine Info am Rande. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast von uns aus dem Auto. Und ja. Bist du auf mich aus? Was ist das denn für ein Haar? So, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.